Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind beim Thema Prüfungsangst und wir sind da vor allem beim Faktor Bewertung. Denn die Definition, von der ich ausgehe in dieser ganzen Serie hier, mittlerweile sind wir bei Teil 6, lautet: Eine Prüfung ist eine fokussierte Leistungswiedergabe. Sie können auch sagen, ein fokussierter Leistungsabruf. Nehmen wir die erste Formulierung, eine fokussierte Leistungswiedergabe unter Zeitrestriktion, Komma, die bewertet wird. Wir haben also bei einer Prüfung, haben wir es zu tun mit einer Zeitrestriktion, mit einer Bewertung. Und wenn die Angst ins Spiel kommt, haben wir es auch noch zu tun mit traumatischen Erlebnissen aus der Vergangenheit. Schwerpunkt dieser Serie ist die Zeitrestriktion gewesen. Die habe ich in den vorderen Teilen behandelt. Jetzt sind wir immer noch bei der Bewertung. Die Bewertung ist auch ein Faktor, der vielen Leuten Angst macht. So, wir haben gesehen, Bewertung suggeriert ein richtig oder falsch und wir haben gesehen, dass wir hier den Fokus erheblich verschieben müssen. Dass richtig oder falsch uns überhaupt nicht zu den Punkten bringt, sondern eher uns ablenkt. Auch bei Rechenaufgaben müssen wir uns konzentrieren auf Rechenwege, nicht auf Ergebnisse, die dann mit richtig und falsch bewertet werden. Ja, sondern auf die Arbeit, die es braucht, um zum Ergebnis zu kommen. Bei verbalen Aufgaben kommt es gar nicht auf richtig oder falsch an, sondern auf Plausibilität. Und wie Sie die Plausibilität zeigen, habe ich in Teil 5 ausführlich erklärt. Jetzt kommen wieder die Ermächtigungssätze. Ich fühle mich ermächtigt. Komma, weil. Das, was jetzt kommt, können Sie nur verstehen, wenn Sie vorher die Teile geschaut haben. Ja, also bitte steigen Sie nicht bei Teil 6 ein, sondern steigen Sie von mir aus bei Teil 4 ein, wo ich mit der Bewertung angefangen habe, also mit diesem Faktor hier, Bewertung als Teil der Prüfungsangst. Denn sonst können Sie das hier nicht verstehen. Ich habe es in den anderen Teilen ausführlich erklärt, will nicht immer alles wiederholen. So, ich fühle mich ermächtigt, weil 1, 2, 3, 4, 5. Warum machen wir das? Warum benutzen wir hier ermächtigt? Das hat zu tun mit Macht und Angst hat auch zu tun mit Macht. Wir haben Angst vor Dingen, über die wir keine Macht haben. Wenn wir Macht über die Dinge haben, haben wir keine Angst. Ja? Also geht es bei diesem ganzen Spiel darum, Macht über etwas zu erlangen, von dem wir vielleicht sogar glauben, dass wir darüber keine Macht erlangen können. Aber wenn Sie die Serie bis hierhin verfolgt haben, dann habe ich hoffentlich klar gezeigt, dass dem nicht so ist, dass wir Macht erlangen können über den Faktor Zeit und auch über den Faktor Bewertung. Also, deswegen heißt es, ich fühle mich ermächtigt, weil. Ja, vor allem für die Leute, für die dieser Faktor Bewertung der entscheidende Angstfaktor ist. Ich fühle mich ermächtigt, weil Rechenwege Punkte bringen, nicht so sehr richtige Ergebnisse. Weil Rechenwege Punkte bringen nicht so sehr die richtigen Ergebnisse. Die bringen auch Punkte, aber der Schwerpunkt der Punkte wird für die Arbeit vergeben. Ich habe es in den vorherigen Teilen ausführlich erklärt. Weil ich 19 Punkte, ich habe in den anderen Videos gesagt, verschwenden kann, aber ich habe genau erklärt, wie es gemeint ist, ne? Verschwenden kann. Verschwenden suggeriert so ein bisschen Überfluss. Ja, Sie haben 19 Punkte, das ist viel. 19 Punkte sind 19%. Sie können auf 19% gezielt verzichten und haben immer noch ein Ergebnis, für die Sie Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Nachbarschaft, Ihre Kollegen, wer immer bewundern wird. Weil ich 19 Punkte verschwenden kann und, na, das Komma gehört ja eigentlich nicht hin bei und, ne? Kann. Und trotzdem der Held bin. Ja, das ist das, was ich meine. Sie können 19 Punkte verschwenden, für 81 Punkte gibt es eine 1,
Man muss nicht 81 Punkte in erster Linie erlangen, sondern man muss 19 Punkte gezielt verschwenden. Auf 19 Punkte gezielt verzichten und hat immer noch 81 Punkte. Und Sie können das Ganze natürlich ausbauen, wenn Sie sagen, ich will eh nur bestehen. Ich habe so Leute kennengelernt, die sagen, ich will nur meinen technischen Betriebssystem, mir sind die Noten egal. Dann können Sie 50 Punkte verschwenden und haben immer noch Ihren technischen Betriebswirt, den Ihr Kollege nicht hat, weil er das hier alles nicht verstanden hat. Ja, und ansonsten sowieso beim falschen Anbieter war und was weiß ich, was ihm da alles passiert ist auf dem Weg. Ja, weil ich 19 Punkte verschwenden kann oder wenn Ihre Ansprüche niedriger sind, weil ich 19 Punkte oder mehr verschwenden kann und trotzdem der Held bin. Denn vielleicht sind Sie schon der Held, wenn Sie den technischen Betriebswirt gemacht haben, was in Ihrer Familie sonst bisher keiner gepackt hat. Kann ja sein. So, da haben Sie schon zwei Ermächtigungssätze. So, weil ich weiß, wo bei den Aufgaben die Punkte sitzen. Auch das habe ich in den vorherigen Videos ausführlich erklärt und auch schon in anderen Videos, die ich vorgemacht habe. Schauen Sie sich das nochmal ganz genau an. Das zu verstehen ist extrem wichtig, weil ich weiß, wo bei den Aufgaben die Punkte sitzen, nämlich bei der Handlungsaufforderung und nicht bei dem einleitenden Text und bei den ganzen vielen Daten, wo die Leute sich wieder verwirren lassen und festklammern und ihren Minute-pro-Punkt-Faktor kaputt machen. Ne? Handlungsaufforderung, da sitzen die Punkte. Da haben wir schon drei Ermächtigungssätze. Ja, die Sie ableiten können und vielleicht noch andere, die Sie ableiten können, wenn Sie die vorherigen Teile schauen, auf sich wirken lassen und wenn Sie das, was ich da erklärt habe, verstanden haben. Dann können Sie, das sind nur Beispiele, ja, das sind jetzt Sätze, die mir einfallen aufgrund von dem, was ich gerade erklärt habe. Sie formulieren natürlich Ihre eigenen Sätze und formulieren das bitte schriftlich. Ja. Vielleicht noch, um auch den Gedanken nochmal aufzugreifen. Ich fühle mich ermächtigt, weil ich weiß, dass es auf richtig und falsch nicht ankommt. Weil ich weiß, dass es auf richtig und falsch nicht ankommt. Deswegen fühle ich mich ermächtigt, denn ich habe verstanden, Rechenaufgaben, da kann ich satt Punkte holen, nicht alle, aber ich kann ja gezielt verschwenden. Kann ich satt Punkte holen und es kommt auf richtig und falsch nicht an, es kommt auf Rechenwege und Arbeit an. Bei den verbalen Aufgaben geht es um Plausibilität und nicht um richtig oder falsch. Wie stelle ich die Plausibilität her? Indem ich mir die Schlüsselbegriffe aus der Handlungsaufforderung hole. Und das nochmal auf den Punkt gebracht, weil ich weiß, dass es auf richtig und falsch nicht ankommt, sondern auf eben diese anderen Dinge und dass ich damit genug Punkte holen kann. So, und den fünften Ermächtigungssatz, den kriegen Sie jetzt als Hausaufgabe, das machen Sie mal selber. Ne? Ich muss Ihnen ja nicht jedes Beispiel hier vorkauen. Es kommt darauf an, dass Sie selber aufgrund der Erkenntnisse der Videos, die Sie studiert haben, die Sie vielleicht zweimal schauen oder auch dreimal, sich Ihre Ermächtigungssätze selber formulieren. Alles Gute und viel Erfolg für die Prüfung. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.